Und herzlich willkommen zurück. Beweg dich mal. Okay, gut. Wollte nur gucken, ob die Aufnahme läuft, weil dann, wenn es so ein bisschen die Frame ein bisschen niedriger ist. So, ja. Dieses Mal wieder mit mir. Und die Sache ist, dass wir diese Aufnahmen ja alle hintereinander machen, zumindest die ersten vier. Und ich bin ja immer noch total verdient, wenn ich dieses Scheiß... Ja, genau. Hier bin ich. Juhu. Nee. Alter, ich krieg hier an sich schon Hirntumor. So, tja, wo war deine komische Gondel? Das Tor hat mir nichts mehr. Tja, dann geh mal zurück, ne? So. Wir haben unseren netten Freund, den unsichtbaren... Da stell dich in meinen Weg. Den unsichtbaren Penner, der ständig irgendwo überall hinfurzt. Oh, 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 oh. Alter, die Musik ist ja sehr beruhigend. Ja, guck mal, das ist so laut gestellt und da trotzdem kommt was. Ich hoffe, man versteht uns noch einigermaßen, ne? Das ist wirklich die Frage, was... Nimm noch die Lampe. Der ist, glaube ich, neben dir wieder, ne? Nee, der ist da hinten. Renn noch bis da vorne. Na, es nützt mir nichts, wenn ich bis da vorne hin... Na, da in der Tür war ich ja noch nicht drin. Vielleicht ist da der Hebel, der das Ding hochmacht. Welche Tür? Na, da hinten ist doch so ein Türbogen. Und da kannst du ja durchgehen, aber da bin ich ja nicht reingegangen. Geh mal, also renn mal rein. Also renn mal bis da drüben jetzt durchs Wasser. Warum kommst du jetzt angeschissen? Hat sie etwa ausgefurzt oder was? Ja, ist gut geplanscht. Gut geplanscht ist halb gemonstert. Gemonstert? Gemonstert. Alter, von mir aus gesehen ist es übelst dunkel. Ich muss mal, warte, ich rutsch mal ein ganz kleines Stückchen rüber. So. Kabel. Dann ist da durch immer noch. Muss da irgendwie so reingucken, ob da... Da rennen am besten irgendwie... Renn da irgendwie rein. Warte mal. Irgendwie müssen wir da rein. Ja, genau. Rennen wir erstmal voraus. Ist da was? Nein. Da. Auf zu furzen. Wow! Fuck! Oh, und das wieder Zustand. Du mit dem Zettel. Vielleicht einer, der wichtig ist für uns, aber ich denke mal nicht. Ach, ein Schild. Dunken. Laudanum? Laudanum? Keine Ahnung. Warum? Ich guck da nicht mal was an. Oh, und ein Schild. Schmeiß es da irgendwo da hinten. Nimm den Schädel. Guck mal, da kommt nämlich jetzt wieder zurückgelatscht. Da liegt was hin. Na? Tamam? Alter, der furzt hier rum. Na, hol! Hol Stöckchen. Scheiß Hund. Hol Menschenköpfchen. Bist du blöd? Hier, Buch. Verstehen? Buch. Jetzt friss. Wie das Vieh gleich auf dich gefixt ist, ne? Ist durch das Wasser. Wenn hier kein Wasser wäre, würde der mich ja noch nicht angreifen. Nee, jetzt ist scheiße. Irgendwie wahrscheinlich irgendwie ans Wasser gebunden. Hat sich gesehen. Muss ich den vielleicht sehen? Na gut, er gehört. Es muss ja gehört. Warte, bis es da hinten irgendwo ist. Guck mal auf den geistigen Zustand. Das ist immer noch Fünkchen, schätze ich mal.
der Kopf tut. Nee, ist nee, wir besser sind besser geworden. Was? Irgendwas mit dem körperlichen Zustand. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Wieso das denn? Ach, wegen den komischen Dingern hier. Wegen den Viechern. Wegen diesen komischen organischen. Perfekt. Warte mal, geht jetzt. Ja. Jetzt steht's da. Wir haben jetzt Lautonium, Ladadium, Tusia, Fantasia, keine Ahnung. So, jetzt musst du wieder darüber. Was sagt denn eigentlich das Moment? Halt die Fresse. Ich will keiner hören. Das Tor ist so schwer, es muss einen Öffnungsmechanismus geben. Ja, den haben wir schon gefunden. Den nochmal getätigen muss? Ja, sollte sich dich eigentlich nicht mehr freuen. Da kriegst du... Oh, scheiße! Warte. Zu gelitten? Du haust mich? Oh, ich bin überhaupt sicht. Nimm das Ladanium, oder wie das heißt. Oh, sieht ja sehr... Kaum bei Bewusstsein. Ach, du Scheiße. Scheiß Camper. Irgendwie sehen, dass die Sicht jetzt übelst... Ja. Für den Arsch. Ach, jetzt geht's wieder. Ich nehme zum Mechanismus. Schaff's nicht rechtzeitig darüber. Da rum, ja. Also, es stand sogar vor mir. Du Scheiße. Das war irrelevant. Bitter wäre es, wenn das Vieh dich auch so beim Sprung dingsen könnte. Same? Ich glaube, da drüben müssen wir wieder ran. Ja, ich weiß. Ja. Das so. Ich spring darüber. Darüber. Versuch es hier in die Ecke zu treiben. Ja, ist ja gut gehüpft jetzt. Da wird immer rumfurzt. Drück doch Shift. Oh, Alter, guck mal, da kriegst du richtig Panik, wenn du da läufst. Ist er weggelaufen? Ja, scheiße. Was ist denn hier? Man kann ja nicht durchrennen, das ist halt ja halt. Oder ob ich es mal versuchen soll. Ist wieder runtergegangen anscheinend. Ja, der war ja... Das Ding versucht dich anzugreifen. Merkst du das nicht? Das ist sauer. Spinne. Das ist sauer, weil du es verarschst. Die Bücher an. Der Hebel bedienen. Nicht wieder in die Ecke. Dahin. Geh durch die Wand. Kann man... Muss man denn beenden? Nö. Da stand ja speichern und enden. Du kannst hier einmal kurz ins Hauptmenü speichern und beenden und dann wieder reingehen und dann haben wir hier so einen Speicherpunkt erstmal. Ja, aber das würde ich gerne machen. Ja, mach das. Ist jetzt nicht schlimm, wenn die Aufnahme läuft. Ein nicht sichtbarer Ladebildschirm gewesen. Und weiterspielen. Naja, ist doch bis jetzt gar nicht so schlecht, das Let's Play, ne?
langweilig. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Nach das oben, steht ne? Steht da hin. Na, der da irgendwo. Ist nicht da. Und furzt wieder. Nach oben. Glaube ich. Na mach. Ich habe so gespeichert, also von daher. Stimmt ja, du hast ja nur eine begrenzte Zeit. Los, renne. Fuck, los. Geht wieder hoch. Nee, ist jetzt ja runter, ne? Ist ja runtergegangen, ne? Gerade eben. Scheiße. Komm, lass dich töten, dann fangen wir nochmal an. Warum denn? Jetzt hier den Weg zurücklaufen. Warum denn? Ist doch runter. Achso, gepfeift. Warte mal. Muss ich jetzt überhaupt hin? Ich schätze mal, ich muss mal da rüber. Ach, wir sind durch, stimmt ja. Habe ich gar nicht gesehen. Speicher erstmal. Speichern und beenden. Mach das mal lieber. Wenn du mal. Was ist denn das? Hoher Körper, ne? Ja, das ist ein Torso. Wo müssen wir hin? Der frisst es. Zünden den Öl. Nein, ich hab die gedümmt. Ey. Deine. Leck. Oh nein, jetzt. Ich frisst er die Hand. Nein! Was mache ich? Ich bin so dämlich. So, Kisten. In die Hand. Oder das Fuß. Sonst das was. Fuß. Das Fuß. Jetzt nimm das Fuß. Aber so nach 2 Stunden spielen ist irgendwann auch so die Power raus, ne? Vom Labern her. Kann man das hier eigentlich. Die Dinger schwimmen, oder? So, damit muss ich jetzt voranbauen irgendwie. Muss ja, das ist eigentlich sicher. Ich will aber die Hand haben. So, ich bin schon geduckt. Ah. Da. Ja, so geht auch. Schmeiß die Hand da hin. Muss ich hin. Okay. Schmeiß die Hand erstmal dahin. Und warte, bis es frisst und dann rennst du. Los, jetzt renn. Oh. Scheiße, das war hoch. Nimm hier so eine Kiste und stell die einfach davor. Muss man eigentlich bewegen können, zumindest die da, die kleine. Oder ja. Wo ist denn das Vieh jetzt? Hinten noch in der Ecke, ich weiß ja nicht, wo ich bin. Die ist ja gleich. Ach, genau so. Deswegen habe ich ihn gesagt, ich sag dir, wenn ich die Scheiße jetzt verhunze. Ja. Hinten noch. Oh. Ja. Oh. Fuck! Psst, Alter. Willst du, dass ich hier irgendwelche Tumor kriege oder was? Das ist genau neben mein Ohr.
ist ja auch sehr vertrauenserweckend, das Tor, ey. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Los! Einfach ein Schloss. Hast du irgendwas dabei, um es kaputt zu machen? Das erste. Was ist denn das erste? Mal, es hat schon aufgeschlagen. Du brauchst nur die hohle Nadel. Ja, ist noch irgendwas ist. Ist noch drüben. Es hat nur die Tür bis jetzt leicht angepinnt. Los, geh rein. Ach, gefallen. Yeah. Diese Scheißstelle, kommt das, das kommt doch noch irgendwann nochmal. Irgendwie sowas ähnliches, da ist auch Wasser und dann gehst du rein, da ist auch so ein Vieh. Da ist auch Wasser, aber das ist kein Vieh. Nein? Sag bloß. Speichern und beenden, komm. Ausnahmsweise. Alter, bevor wir hier wieder verrecken. Wartet. 13 Minuten darf er noch und dann darf ich wieder, ey, komm, geh raus aus dieser scheiß Wasserstelle, dann spiel ich auch mit gern und spiel ich noch gerne weiter. Du spielst oder so weiter. Laden. Aber hier sind keine... Doch, so. Schimmel, dieses rote Zeugs hinter dir, ne? Renn einfach weiter, ist egal. Scheiße. Oh Gott, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Doch, wir schaffen es. SS Hortensia glänzt im sanften, keine Ahnung, warm gelben der untergangenen Sonne. Er wandelt sein... Ach, hier sind wir. Ah, der brandenburgische Adler, der nicht in Rot ist. Ist das der? Oh, erstmal... Erstmal ist eine total beruhigende Musik. Der Engelschor. Warum brennt hier überhaupt das gesamte Licht? Ich denke, das Schloss ist... Naja, eben. Fragwürdig. Fragwürdig, warum? Da liegt jemand drin. Ist das nicht eine Statue? Soll eine Statue sein, oder? Das ist eine Statue. Kannst du ins Wasser greifen? Ich kann hier sowieso planschen wie ein Vieh immer. So. Ja, siehst du das? Ja, was bringt das? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir später mal machen. Aber ein schönes Schloss. Da ist eine Kiste. Ich finde generell Schloss immer toll. Vor allem alles ist kaputt. Alt und total, ja, total heruntergekommen, aber Hauptsache die ganzen Fackeln leuchten. Vielleicht war es ja auch der Bergungstrupp oder hier der Dingstrupp, ja, der also, es hier geöffnet hat. Glaube ich nicht, du bist ja hier übrig geblieben. Obwohl, naja, eigentlich am Ende ist doch dieser eine Typ, den du jetzt die ganze Zeit suchst, Alexander oder wie der heißt.
Ne? Und, weiß ich jetzt nicht. Und der war hier bestimmt, oder so? Studierzimmer. Toll. Das war's denn mit der beruhigenden Musik. Warum oder nicht? Ich mag die Hallen. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Diese nach unten. Noch nicht reingehen. Ne, da kann ja noch zu anderen Zimmern. Kann man denn hier auch irgendwo anders hin oder kann man das so öffnen? Maschinenraum. Aber wahrscheinlich geht der Aufzug nicht. Ja, schätze ich mal. Probier mal. Können wir mal versuchen. Das funktioniert nicht. Wetten wir jetzt hier unter Handbuch, Dings da. Mementos. Finde heraus, wie man im Motor startet. Na komm, machen wir. Ich startet meinen Motor. Kommt auf den Motor. Zündschlüssel rein, Elektronik starten. Es muss ja nicht in den Automotor oder. Und anders. Achso, okay, dann hat sich das damit auch erledigt. Wahrscheinlich finde den Schlüssel dafür, ne? Ja. Mach auf. Finde raus. Nein. Finde den Schlüssel. Ja, wo ist es? Ja. Da müssen wir jetzt irgendwie ein Studierzimmer oder so, glaube ich, ne? Da war, glaube ich, ein Schlüssel. Rumgesponnen. Ich mit meinen Literaturkorrektur. Gedöns. Gedöns. Studierzimmer. Komm, geh ins Studierzimmer. Ich bin aber nicht so intelligent. Oh, da unten ist noch eine Tür. Was war hier? Gästezimmer. Warum Gästezimmer? Für uns. Zum Töten. Sieht nicht einladend aus. Ja, da wieder Whoop zu. Und wieder ein Leck. Irgendwie, desto länger wir spielen, desto... Ach, auf! Es ging nicht mehr auf! Wo geht's? Lagerraum. Da vielleicht im Lagerraum könnte der Schlüssel für den Maschinenraum sein. Komm, da gehst du jetzt schön rein! Okay. Ich gehe lieber ins Studierzimmer anstatt in den Lagerraum. Mach das. Hör auf zu lachen. Ich mag den Lagerraum nicht. Wenn das ist, wofür ich es halte, dann hast du einen Grund, das nicht zu machen. Es ist der Raum, wo alles dunkel ist. Okay, es ist das, wofür ich es halte. Mit diesen Abzweigungen da vorne. Hm. 9 Zunderbüchsen. Dreieck Epsilon. Quatsch, J meine ich. Ist, wirklich ist das eine Kiste, die man aufmachen kann? Abnormal dunkel. Ja, da ist eine Tür. Das Wand. Ohne Scheiß. Da ist dicht einer, sieht man alles. Mhm. Hier, nischt. Absolut gar nicht. Das ist hier sozusagen jetzt erstmal mein Safe Room. Kleine Kiste. Irgendwo war doch eine Kiste. Sandsäcker. Wir bauen uns jetzt hier erstmal ein Geschoss. Ey, da ist ein Dings. Zunderbüchse. Yay. Kannst ja schon mal hier deine Lampe wieder auffüllen. Ich weiß ja gar nicht, ob... Ist aber noch es voll. Ist noch voll. Ich hab's noch nicht so viel gebraucht. Ja, so viel wie hier... Achso, ich sollte ja Dings gucken. Mementos. Na, immer noch. Finde den Schlüssel. Tagebuch? Notizen? Naja, das sind diese ganzen Zettel, wo er vorliest. Haben wir schon lange jetzt nicht gehabt, ne? Nimm doch einfach die Laterne raus. Ich will da nicht runter. Ich weiß, was da ist. Ich weiß aber nicht mal, welcher Raum das war. Darum will ich da nicht rein. Was war der zweite?
der da drüben. Was ist der? Ich bleib erstmal in den Raum. Das ist viel zu ruhig. Ach stimmt ja, da braucht Ventil zu. Stimmt ja, da muss denn irgendwie irgendwas abzapfen. Wenn die Tür schon halb offen ist, weiß ich schon, was dahinter steht, oder? Komm schon. Stockdunkel. Ich weiß es. Nee, das war doch der erste Raum. Zum Glück bin ich nicht reingegangen. Hammer. Was soll ich denn? Du bist Hammer. Zu einer Büchse. Noch eine Zunderbüchse. Und ein Brett. Wir scheinen sie Holzarbeiten gemacht zu haben. Und eine Truhe. Vor allem so viel Lampen. Ah, Laudanium. Keine Ahnung. Bedeutet nichts Gutes, wenn das Zeug da schon liegt. Ich weiß schon, was im nächsten Raum auf mich wartet. Also nicht in den da, sondern in den da. Bist du sicher? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ja, dann geh erstmal in den da. Gab's hier nicht irgendwo eine Lampe? Ja, gab's hier überhaupt irgendwas? Dann mach ich jetzt mal Peter lustig. Noch... Oder nicht Peter lustig? War es doch auf der anderen Seite. Hallo? Peter lustig? Kein Peter lustig? Oh, ein Zettel. Ist das Kohle? Backstein. Ach, Backstein. Ah, für die Mauer. Für welche Mauer? Welche Mauer? Na, die wollten doch hier Ausbesserungen machen. Ach, stimmt ja. So, dann lass mal den Zettel durchrauschen. Ja, genau. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet. Bestimmt aus Sand. Geh in den Raum, wo irgendwas kommt, Alter. Ich bin gleich dran. Warte, ich kann ja auch sagen, wie viel. In zwei Minuten. Alter, geh in den scheiß Raum. Das kann entweder der sein oder der. In dem anderen war es doch schon, oder? Ne, ich war nur in zwei Räumen. Hier sind vier. Wähl doch mal die Tür aus. Okay, es scheint der andere zu sein. Dankeschön. Einfach umdrehen und laufen, Daniel. Was ist das denn? Ach, eine Grube. Da fehlt ja, stimmt, da fehlt, das ist dieses... Oh, ein wunderschöner Arm. Brauchen wir noch diese komische Kurbel da, ne? Ich hab dich gesehen. Obwohl, nee, warte mal. Wir müssen da ein Loch in diese komische Dings bohren. Wir müssen da in diese Gefäß, ne? Müssen wir ein Loch bohren und müssen damit, müssen das abzapfen, um das Schloss aufzukriegen, das da irgendwie verklemmt war. Obwohl, das... War das hier? Es muss gar nicht hier gewesen sein. Es gibt noch einen anderen Raum, der genauso ist. Mach mal. Nö, das war's hier nicht. Hast Glück gehabt. Oh, hier liegt eine Lampe. Oh, und da liegt ganz viel Zeug rum. Also jetzt musst du den Bohrer zusammen machen. Gedrückt halten. Achso, übereinander ziehen. Hä? Vielleicht den Bohrer drauf? Was? Vielleicht musst du den Bohrer auf... Hä, was ist denn das überhaupt? Das ist eine Kurbel und das ist... Noch eine Kurbel. Ja klar, muss doch... Nee, da ist nicht... Mach mal den Teil an das. Nee. Da kannst du wohl... Musst du erst alle Teile finden. Hä? Dann ist ja nur ein Abschnitt hier. Gibt ja noch einen weiteren. Da sind ja nur den einen Gang runtergegangen. Gibt ja noch einen Gang. War es wahrscheinlich der Gang, wo die ganze Fleischscheiße hing und eine Fieber. Das ist auch nicht schlimm. Was liegt denn da?
Maschinenteile. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Psst. Also, da wurde wahrscheinlich eine junge Dame vergewaltigt. Vergewaltigt? Oder nicht sagen, entgegen ihres Willens. Das war schon wieder von hinten. Entführt, weggeführt, weggebracht. Und wahrscheinlich, den lasse ich mal lieber hier. Ich weiß nicht, was da unten ist. Eine Zünderbüchse. Nein, ein kaputter Raum. Dingserbums. Dings. Steingedöns. Steingedöns. Einsturzkümmer verhindern, den weiteres Durchkommen in Lagerraum. Finde den Durchbruch. So ein Gedöns laber ich jeden Tag, wisst ihr? Finde den Durchbruch. Auch in der Schule kommt der Lehrermann. Ja, was ist ein 3x3? Ja, also das ist die Quadratzahl von bla 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 bla. Der Lehrer dann. Was? Spiele ich eigentlich überhaupt noch? Ja. Ist die Lampe leer? Ja. Jetzt schon? Nein, erst morgen. Da war noch was. Ah, der Bohrer. Ah, okay, jetzt können wir zusammen. Was ist da? Jetzt holst du hier den MP5 raus. Halt die Klappe! Ich mach dich gleich bei MP5. Nein, vergiss es. Guck mich nicht schon so erwartungsvoll an. Leute, wir müssen uns einen Bunker bauen. Ja, nimm den Sack. Ja, klar. Mann, du legst auf den Tisch. So. Ich bin schon voll müde. Ich glaube, ich bin nicht in der Lage, jetzt zu spielen. Ich glaube, ich knall dir gleich an. Guck mal, ich habe sogar für dich die Laterne aufgefüllt. Halt die Fresse. Warum hört ich das? Kam das Vieh nicht hier von unten? Ja, kam's. Und? Und? Ja, und? Wo war eigentlich die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben? Muss da nicht rein. Ich weiß. Hier trotzdem haben wir hier den angezündeten. Nein. Nein, ich weiß glaube ich, warum du hier reingehst, oder? So. Ja. Ja, so geht's auch. Also. Das muss ich gleich machen, ne? Was ist es eigentlich? Sekundär. Ich mit meiner Tastenkombination immer. Jetzt muss den Eimer da. So. Also, was ist das jetzt für ein Tropf überhaupt? Guck mal nach. Und was ist denn das? Dieser Typ. Ein teilweise gefüllter Topf. Es ist eine mit blablabla. Es ist mit einer explosiven Mischung. Ah, ich weiß noch. Du musst doch da unten diesen Ding wegsprengen. Diese Steigerl. Ja. Das sprengst du ja weg. Jetzt, da weint schon irgendein Mädchen, dass ich jetzt spielen muss. So, dann werde ich jetzt. Dann. Ja, der Team freut sich schon wieder. So, also, damit war die dritte Folge auch schon vorbei. Ja. Jetzt kommt leider, die vierte. Ich will nicht spielen. Mit meinem Freund Daniel. Übrigens, er macht auch sehr gute Omsi-LPs. Also. Tja, es sind die einzigsten Zuschauer, die wir ja, oder Abonnenten, die wir haben zurzeit, ja auch gar keine Omsi-Zuschauer sind.
Warum denn? Wir haben doch nicht nur Omsi hochgeladen. Ja, Left 4 Dead, ey. Kacke, ey. Okay, gut, jetzt lass Schluss machen, dann... Ja. Oh, also... Das war echt schön gefurzt, ey. Das war nicht oh. Du. Ich bin schon wieder so auf Droge. Ja, denn... Dann lohnt sich doch das Spiel zu spielen. Komm, mach doch jetzt erstmal auf Pause und dann kannst du ja sagen, tschüssi. Oh, mir dröhnt schon jetzt der Kopf. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. So, nee, also damit, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, hoffe bis ich doch. Gleich. Und dann, ich freue mich schon. Bis gleich. So, warum?